Und damit willkommen zurück zu Elden Ring. So, ich würde sagen, wir sehen zu, dass wir auf jeden Fall ein bisschen hier die Welt erkunden. Und vor allem Runen machen, Leute. Wir müssen echt Runen machen. Weil ihr seht ja selber, das ist hier, das ist wirklich eine halbe Scherze, was wir hier haben. Na, nett gemeint, aber... nicht halbet und nicht ernstet, wie gesagt. Schon lustig, wie diese Ziegenböcke hier so immer einfach so eben abrollen. Okay, pass auf. Wir bewegen uns mal ein bisschen ruhiger. Haben uns trotzdem entdeckt. Autsch. Weil wie oft wir hier zuschlagen müssen. Unfassbar. Aber Moment mal, ich kann noch eigentlich auch. Der Angriff ist ein bisschen stärker. Die Keule in beide Hände nehmen. Viel besser. So. Zack. Der Schlag hat gesessen. Vielleicht mal Materialien sammeln. Hört ihr dieses Geräusch? Das ist hier hinten. Hier ist so ein Skarabäus. So ein Tränen-Skarabäen. So. Die können einen mit und die können auch nützliche Sachen können die einen auch droppen. So, Ruinenfragmente. Und wie gesagt, nochmal an die Leute, die jetzt neu zuschauen hier. Ich bin in dem Game wirklich noch ein Anfänger. Also ich habe hier wirklich noch eine ganze Menge zu lernen. Ja. Und ich sag, selbst erfahrene Spieler, man lernt hier eigentlich im Grunde genommen nicht aus. Also es gibt immer wieder Sachen neu zu entdecken, irgendwo. Hier sind auch so versteckte Nachrichten, die können nützlich sein. Die können nützlich sein. Es kann allerdings auch totaler Schrott sein, was da steht. Wir werden sehen. So. So, okay. Der hat uns entdeckt. Keine Chance. Hier ist noch ein Pilz. Pilz, Pilz, Pilz. So. Das müsste genau die Hainhöhle sein. Am Ende der Hainhöhle wartet auch ein Boss auf uns, aber den können wir vergessen. Also da werde ich jetzt definitiv noch nicht hin. Der ist einfach noch viel zu stark. Hier müssten gleich Wölfe kommen. Wie gesagt, ein bisschen kenne ich mich schon aus, wo was ist. Vor allem in der Region hier. Naja, das ist ein bisschen tricky hier. Geht's eigentlich nur hier rein, um ein bisschen Runen zu machen. Wenn wir jetzt hier runtergehen. Hier, das meine ich nämlich. Da würden wir direkt aufs Maul bekommen. Der Gegner ist noch viel zu stark für uns. Deswegen lasse ich es mal gut sein.
der uns jetzt entdeckt. Ah, er kommt auf jeden Fall in unsere Richtung. Oh Gott. Die haben uns entdeckt. Ich renne hier mal raus. Sicher ist sicher. Wenn wir jetzt hier an diesem Ort der Gnade uns ausruhen, tauchen die Gegner wieder auf. Wir sind hier schließlich im Zwischenland. Und ja, man kann dieses Zwischenland so verbuchen, wie soll ich sagen? Also die Gegner hier, die sind nicht wirklich am Leben, die sind aber auch nicht wirklich tot. So, weitere Runen auf unser Konto. Wir können uns bald ein Schild leisten. So, ab und zu droppen die Gegner hier auch ein paar nützliche Sachen wie Schwerter oder Rüstungen. Muss man einfach mal gucken. Hier zum Beispiel. Bolzen hat der uns gedroppt. Nützt uns gar nichts. So, wenn ihr so kleine Tiere tötet, oder Schafe, oder wie auch immer, dann bekommt ihr dünne Bestienknochen. Braucht ihr nachher, um Pfeile herzustellen. So, die sind alle wieder da. Das Schöne ist, man kann da wirklich... Man kann jetzt hier wirklich Runen sammeln. Und ich denke mal, darauf liegt auch mein persönliches Augenmerk. Erstmal, dass wir überhaupt was haben, um sie entsprechend auszustatten mit allem nötigen Kram. War knapp. Ah, okay. Der Gegner hat was gedroppt. Ein Schmiedstein. Schmiedstein oder Schmiedestein braucht ihr, um eure Waffen zu verstärken. Das geht aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Hier gibt es auch Dunkelschmiedsteine. Wenn ihr Spezialwaffen habt, könnt ihr die damit aufwerten. Ja, da gibt es unterschiedliche Schmiedesteine. Stufe 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und entsprechend könnt ihr dadurch eure Waffen aufleveln. Meine ich hier dünne Bestienknochen. Die brauchen wir nachher später, um wirklich Pfeile herzustellen. Hier sind auch Vögel in dem Spiel. Die braucht man einfach, um ja bessere Pfeile herstellen zu können. Mal sehen. Ich wag mich mal an so eine Fledermaus ran. Besten möglichst unauffällig. Da sitzen insgesamt da drei Stück. Es wird langsam dunkel, das heißt, es ist Fledermaus. Fledermauszeit. Schnell weg hier. Die Viecher sind nämlich. Die Viecher sind nämlich nicht ohne. Komm her, Flattermann. So, wenn wir gegnerische Gruppen vernichten, können Flaschen wieder aufgefüllt werden. Goldene Runen haben wir gefunden. Nice. Die können wir alle nachher verwenden. Ausrüstung. Nee. Inventar. Da. Goldene Rune der Stufe 2 haben wir hier. Und die, wenn wir die nutzen... Sie sieht echt lustig aus. Schön blutverschmiert. Geil. So, die drückt sie sich jetzt.
Deswegen sage ich dazu, das kannst du auch als Seelen verkaufen. So, der Stufe 2, das heißt, wir müssten jetzt, ja, 400, glaubt sie, hat sich 400 Runen hat sie sich gedrückt. Hier auch nochmal Runen der Stufe 1, das sind 200. So. Ich würde vorschlagen, wir gehen zum Händler. Und sorgen dafür, dass wir hier, oh, hier sind, ja, genau. Meine ich, nämlich nochmal eine goldene Rune. Hier auch. Können wir alles schön, ich hätte beinahe gesagt, zu Geld machen. Drück dir die mal. Nice. Achso. Nochmal. Und nochmal. Okay. Und schon, schwuppdiwupp, haben wir über 2000 Runen wieder. Mit denen wir jetzt ganz beherzt einkaufen gehen können. Wait. Weren't you... Well, you're back. Mhm. Care to buy some? Verkaufen. Runenfragmente. Okay, komm, die können wir auch verheizen. Goodbye. Ach Quatsch. Ich wollte doch was kaufen bei dir. What is it? So, auf jeden Fall ein Schild. Ein Schild brauchen wir. Und dann brauchen wir hier noch so einen Kettenbeinschutz. Wir laufen hier herum wie der letzte Louis. Dann würde ich tatsächlich noch so einen gesprungenen Topf würde ich gerne noch kaufen wollen. Und dann würde ich das hier noch holen, Ruinen des Wegpunktes. Und schon sind wir wieder bei 60. So, und dann seh mal bitte zu. Ruh dich mal aus. Würde ich jetzt gerne noch ein paar Orte erkunden wollen. Wie machen wir's? Es wird jetzt dunkel, ne? Es wird jetzt abends. Moment mal. Können wir jetzt schon... Nee, können wir noch nicht. Okay, das kommt noch. Ausrüstung. Rüste dich bitte damit aus. Hier haben wir einen Kettenbeinschutz. So, jetzt hat sie auf jeden Fall ein anständiges Schuhwerk erstmal. Sie sieht... Mit der Keule sieht sie total komisch aus. Was da jetzt noch fehlt, ist ein Schwert. Und ihr seht, die Gegner sind alle wieder da. Ich würde jetzt gerne hier hin wollen. An dem Punkt hier. Sodass wir unsere erste Karte, mehr oder weniger, dass wir unsere erste Karte uns holen. Schnelligkeit ist hier wirklich das A und O, Leute. Das ist wirklich so. Ich kann nicht widerstehen. Ich muss die auf jeden Fall hier noch platt machen. Denn die Runen, die werden wir alle brauchen. Schwere Bestienknochen haben wir. Auch alles sehr nützlich, um Gegenstände herzustellen. So, der kriegt gleich eins auf Dach. Zack. Jetzt taumeln und das war's. Leiche plündern. Hat auch nur Bolzen gedroppt. Komm. Einer von euch wird doch ein vernünftiges Schwert dabei haben. Jetzt mal ohne Scheiß.
schön Konter neben mir schlagen. Aber der hat keine Chance. Alles mitnehmen, was wir kriegen. Der hat uns gleich gesehen. Autsch. Droppt auch nichts. Vielleicht der Kandidat da hinten. So, gleich mal anvisieren hier. Ist die Chance, dass wir daneben schlagen, geringer. Okay, das hätten wir auch. Da haben wir unsere geflügelten Freunde wieder. Naja, komm her. Okay. Nee. Das wird so nix. Boah. Boah. Fuck, Mann. Nee, weg. Oh, weg hier. Scheiße, Alter, ey. Oh Gott. Fledermäuse getötet, ey. Oh, nee. Verfickt noch eins. Aber das gehört hier wirklich dazu. Macht nichts. Guck mal, jetzt haben wir Tag. Und wir holen uns unsere Runen wieder. Ich sehe das Ganze hier ehrlich gesagt noch mit Humor. Hier haben wir auch ein fettes Lager. Hier gibt's auf jeden Fall, hier gibt's ein Kellergewölbe. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das auf der linken oder auf der rechten Seite war. Da hinten ist ein Ort der Gnade. Pass auf, wir machen den platt. Oder er macht uns platt. Ich würde vorschlagen, wir suchen erstmal den Ort der Gnade auf. Naja. Den man da ja eindrucksvoll sehen kann. Okay. So, und es geht weiter. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Konnte ich mir eben nicht verklären. Ohne Scheiß, Leute. They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength. To aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erdtree.
Und wir nehmen selbstverständlich nebenbei an. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Jetzt können wir, ja, sozusagen, wie soll ich sagen, dieses Spektralross rufen, dieser Sturmwind sozusagen. Und der wird uns auf jeden Fall nützlich sein. Use it to traverse genau. Great distances. It will summon a spectral steed. Sturmwind. Named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Gut. Jetzt können wir aufsteigen. Also jetzt können wir ein Level Up vornehmen. Wir müssen gleich mal sortieren hier. Genau. Da ist er. Also hätten wir das auf jeden Fall auch schon mal. Und hier, Leute, wenn wir jetzt hier reingehen, guckt mal da oben, was da lauert. Da lauert ein fetter Riese auf uns. Wenn wir jetzt hier reinreiten würden, der würde runterspringen und uns platt machen. Das ist noch nichts für uns. Ich würde sagen, ich will die Meute, ich will ja an diese... Da, hier ist so eine Tafel. Und an diese Tafel, ja, wie soll ich sagen? Da können wir eine Karte freischalten. Und ich würde sagen, wir sorgen mal für Unruhe. Scheuchen die mal ein bisschen auf. Der soll tröten. Der soll mal seine ganzen Leute holen. Ja, ja. Ja, kommt mal bitte alle her. Mal die ganze Sippschaft mal ein bisschen aufscheuchen hier. Ein bisschen aufwühlen. Die sollen sich mal alle hier konzentrieren. Dann können wir nämlich schön in Ruhe plündern gleich. Okay, es hat nichts abgezogen. Warum auch immer. Umso besser für uns. So, pass auf. So, wir sehen zu. Hier will ich ran. Karte gefunden. Nice. So, da geht wieder alles seinen sozialistischen Gang, sozusagen, mehr oder weniger. Die sammeln sich wieder neu. Ich glaube, dieses Kellergewölbe, das war auf der anderen Seite. Runenfragment, okay, ist geschenkt. Ah, sind natürlich auch die Fledermäuse. Aber ich sammle jetzt erstmal das alles ein hier. Das würde ich auf jeden Fall noch mitnehmen wollen. Bevor ich den Part jetzt hier beende. Ich werde mal zusehen, dass ich so 30 Minuten Parts, ob ich das hinbekomme. So. Wir können jetzt tatsächlich einen Stufenaufstieg können wir noch machen. Ah ne, können wir noch nicht. 450 Runen haben wir. 673 Runen brauchen wir. Also von daher ist noch nichts mit Stufenaufstieg. Aber ihr seht, hier ist wirklich alles auf 10 gesetzt. Wir können sie jetzt so formen, wie wir sie brauchen. Und nochmal, ich habe gesagt, ich möchte diesen Charakter hier, den möchte ich zu einer Mischung aus mächtigen Zauberer machen und einem starken Banditen. Also Schnelligkeit und Weisheit
unser Begleiter. Ich finde die Kombination, die passt. Die passt recht gut. Sieht so episch aus, Leute, ey. Das sieht wirklich so episch aus. Okay. Ein Moment. Muss sein. So, einmal die Tageszeit wechseln. Stufenaufstieg, Zeit vertreiben bis zum Morgen. Okay. So. Sind die Fledermäuse nämlich weg? Das meine ich nämlich. Einige oder manche Gestalten, die kommen eben nachts vermehrt raus. Und wiederum andere findest du vermehrt am Tag. Ja, geht da mal ruhig weg. Genau dahin wollen, da wollen wir ja hin. Da ist nämlich dieses Kellergewölbe. Und da würde ich nämlich jetzt gerne hinwollen. Zack. Genau, Hinzufügen von Talenten. Perfekt. Und Affinitäten natürlich, ne? Schleifmesser erhalten. So, und jetzt sehen wir zu, dass wir hier hoch rauskommen wieder. Würde ich gerne noch einen weiteren Ort der Gnade aufmachen wollen. Oh Gott! Raus hier, weg hier, weg hier. Jetzt direkt aus dem Maul bekommen hier. Fall noch eine Leiche irgendwo. Schmiedestein. Könnten zur Abwechslung mal ein Schwert oder so droppen, ey. Wäre ja nicht schlecht. So. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, bleibt gesund, bleibt sauber und vor allem am Leben. Wir sehen uns. Ciao, ciao.